Heute beim Quick-Check. Wir stellen euch unser neues Diagnosegerät vor. Was es mit dem Namen auf sich hat und welche Vorteile es sonst noch zu bieten hat, darum geht's jetzt. Wer versteckt sich hinter Autocom? Ja, Autocom wurde vor 30 Jahren von ehemaligen Ingenieur Bengt Andersson aus Trollhättan gegründet. Er arbeitete bei Saab Automobil in Schweden mit Aftermarket-Tools und spezialisierte sich von Diagnosetools. Das Ziel war vom Anfang, eine Diagnose wie benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Mit dem Fokus auf die service-relatierte Aufgabe wie Service Light Reset, Ersatzteile programmieren und Systeme kalibrieren. Heute sind wir über 100 engagierte Entwickler in Trollhättan, die die Vision weitertragen möchten. Was ist das First Aid und was bedeutet es übersetzt? Das First Aid ist die Europart-Version eines Diagnosegeräts von Autocom. Es ist aber nicht irgendeine Version, es ist die neueste Version. Zusammen mit Autocom haben wir hier ein Diagnosetool entwickelt, der vielseitig einsetzbar ist. Je nach Software, die man dazu bucht, ist das Gerät einsetzbar für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Lkw, Busse sowie teilweise auch Trailer. Ich weiß, viele fragen sich jetzt natürlich auch, was bedeutet überhaupt der Begriff First Aid? First Aid stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Erste Hilfe. Und genau das ist, was wir unseren Kunden in der Werkstatt bieten möchten. Es soll bei der Fahrzeugdiagnose die Erste Hilfe leisten. Dabei handelt es sich um ein Diagnosegerät mit einer Windows-Software, das dank der umfangreichen Datenbank die absolute Mehrheit der Fahrzeuge auf dem europäischen Markt abdeckt. Mit dem First Aid bieten wir genau das an, was unsere Kunden brauchen. Wir als Europart sind ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung, gerade im Lkw-Diagnosebereich. Deshalb können wir das First Aid auch ohne Bedenken an alle unsere Kunden in Europa anbieten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine große namhafte Werkstatt handelt oder um eine kleine Garage. Was sind die Vorteile beim First Aid in der Eigenmarke? Ja, wie bei all unseren Eigenmarkenprodukten geben wir auch auf unser Europart-Diagnosegerät eine Garantie von 3 Jahren. Übrigens sind wir als Europart der erste und einzige Großhändler europaweit, der sich mit einem eigenen Diagnosegerät den Anforderungen am Markt stellt. Was zeichnet das Produkt sonst noch aus? Ja, das Design des WSI ist mit dem Endbenutzer im Fokus entwickelt. Ein Gerät im Taschenformat mit einer robusten Gummioberfläche. Wie geschaffen für die Werkstattumgebung. Das 16-polige OBD-Kabel ist vor Ort austauschbar. Ein tolles Feature, das jeder zu schätzen weiß, der schon einmal in einem dunklen LKW-Abteil versucht hat, einen versteckten OBD-Stecker zu finden, ist die integrierte Taschenlampe im OBD-2-Stecker. Auch die Leuchtanzeige, die den Status der Verbindung der PC und der Fahrzeug anzeigt, erleichtert die Handhabung. Die DOIP bedeutet Diagnostics over IP und ist eine Hochgeschwindigkeit-Kommunikation, die die Fahrzeughersteller nachfragen für die neuen Fahrzeuge. Die Verbindung zum Computer wird über ein integriertes Drahtlosmodul hergestellt, das sowohl Wi-Fi als auch eine stabile Bluetooth-Verbindung unterstützt. Funktioniert das Diagnosegerät auf dem Big Seven? Ja, definitiv. Wir konzentrieren uns mit dem First Aid gerade auf die 7 großen Hersteller im Lkw-Bereich und 5 großen Hersteller im Busbereich. Das heißt aber nicht, dass wir die anderen Marken außer Acht lassen. Autocom hat Entwickler, die Software stetig weiterentwickeln. Auch steht Autocom permanent mit anderen Marken und Herstellern im Kontakt und beobachtet den Markt. Mit der Zeit und dieser Expertise werden nach und nach auch andere Hersteller in die Software integriert werden. Ja, das First Aid VCI kann unsere komplette Datenbankpalette vom kleinsten Smart oder Mini bis zum schwersten Actros oder FA16 anpassen. Ja, dann vielen Dank an euch beide, dass ihr uns unser Diagnosegerät vorgestellt habt. Ja, danke auch. Danke.